Göttingen, ein Eldorado für Fahrraddiebe. Laut Polizeiangaben wurden im Jahr 2013 schon 1707 Fälle registriert und somit eine neue Höchstmarke erreicht. Allein im Stadtgebiet beliefen sich die Diebstähle auf 1619 Fälle. Wir interviewten Fahrradbesitzer zu diesem Thema. Wurde euch schon mal ein Fahrrad geklaut? Nein. Ja. Drei Fahrräder. Was würdest du tun, wenn du einem Dieb Ich begegnest? glaube, ich würde erstmal ziemlich komisch gucken und danach, weiß ich gar nicht, würde ich vielleicht mal euch zur Rede stellen und irgendwie fragen, warum ihr das macht. Habe ich noch nicht gesehen. Wenn es sehr offensichtlich wäre, dass es ein Fahrradklau ist, würde ich, glaube ich, schon versuchen, dazwischen zu gehen. Aber ich glaube, dass man das meistens, ehrlich gesagt, nicht erkennen kann. Ich würde ihn erstmal zur Rede stellen. Okay. Weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass man ein Fahrrad klaut direkt. Man kann ja auch den Schlüssel verloren haben. Und so schnell kann es gehen. Fahrräder verschwinden nicht nur im Ganzen, sondern auch in Einzelteilen. Also von diesem Fahrrad ist mir zum Beispiel schon das komplette Hinterrad geklaut worden. Das hat 100 € gekostet, das zu ersetzen. Von dem schrottigeren Fahrrad wurde mir das Körbchen geklaut und hier wurde mir sogar die Halterung für die Beleuchtung abmontiert. Also nur die Halterung, die einen relativ bescheidenen Wert hat. Gibt es sichere Plätze zum Abstellen und wie kann man dem Diebstahl entgegenwirken? Nein, da bleibt einem ja nicht immer eine Chance. Wenn ich einkaufen fahre oder auf dem Markt oder so, dann suche ich mir natürlich schon immer eine Stelle, wo ich es wirklich anketten kann. Also ich würde mir auch kein teures Fahrrad hier kaufen. Ich habe mit Absicht immer eins, was nicht so gut aussieht. Kommt drauf an, ich versuche normalerweise schon, es an einem dieser Bügel immer festzuschließen und nicht nur abzuschließen, damit es niemand wegtragen kann. Und naja, ich versuche es schon irgendwie unter Laternen zu stellen oder so, dass es halt nicht in so einer dunklen Ecke steht. Ja. In die Wohnung mitnehmen und da hinstellen. Ja, andere Leute anschließen oder so zusammen irgendwie ein Schloss teilen oder sowas. Ja, ich differenziere dazwischen meinen zwei Fahrrädern. Dieses etwas edlere, was ich mit nach Göttingen nahm, in der Annahme, Fahrraddiebstahl wäre hier kein so großes Thema. Das trage ich immer zu mir hoch in den dritten Stock, weil ich keine Lust habe, es vor meiner Tür anzuschließen. Das andere ist ein deutlich niedrigpreisigeres Fahrrad, das schließe ich dann einfach draußen vor der Tür an. Was für ein Schloss benutzt du? Also ich achte darauf, dass ich ein halbwegs vernünftiges Schloss benutze. Wie viel würdest du für ein Schloss ausgeben? So ein Drittel des Fahrradpreises. Man sagte mir zwar, es sollte ein Zehntel des Fahrradpreises sein, aber das wäre mir viel zu viel gewesen dann. Ich habe das jetzt ja eh neu gekauft vor nicht so langer Zeit und ich glaube, das waren knapp 50 €. Ist das Fahrradparkhaus eine sichere Alternative am Bahnhof? Ja, also ich kenne niemanden, dem hier im Fahrradparkhaus ein Fahrrad gestohlen wurde. Und manchmal muss man sich nicht wundern, wenn das Fahrrad weg ist. Nun habt ihr gute Tipps und Tricks von unseren Experten erfahren. Wenn ihr sie befolgt, dann stehen die Chancen gut, mit nur einem Fahrrad durchs Studium zu kommen. Allen Fahrradbesitzern wünschen wir für die Zukunft viel Glück mit ihren Rädern. Denn ohne ein Fahrrad ist Göttingen nur halb so schön.